Willkommen zurück in der Tonart Weltmusik. Diese Stunde ist wie angekündigt mit Flötentönen gefüllt. Die ersten gab es ja eben schon mal von Jorge Pardo, ein Madrider Saxophonist und Querflötist, der als meines Wissens allererster und bis heute unübertrefflich den Flamenco-Gesang auf die Querflöte übersetzt hat. Doch um die Querflöte soll es im Folgenden nicht gehen, sondern vor allem um die orientalische Längsflöte, Nai oder Ney. Wir sind immer, der Name ist nicht ganz klar, die Aussprache wird immer beides heute mal fallen in dieser Stunde. Ich darf im Studio eine, ja, ich möchte es so fast pathetisch ausdrücken, Zauberflötistin begrüßen, denn als eine solche empfinde ich sie immer wieder aufs Neue, wenn ich sie im Konzert erlebe. Valentina Bellanova, herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich gebe nur ein paar wenige Eckdaten, ehe wir uns in diese volle Stunde ins Gespräch mit Valentina begeben. Alles Weitere dann, also von ihr selber in Florenz geboren, nach einigen Wegstationen 2014 in Berlin gelandet. Wo die studierte Blockflötistin und Musikwissenschaftlerin heute vor allem als Ney-Spielerin überaus aktiv ist. Vor Berlin absolvierte sie noch ergänzende Musikstudien in Hannover. Was genau. Stand da noch? Drama und was hast du da noch? Musikhochschule für Theater und Medien. Ne? Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Genau. Und all diese Bereiche sind dann auch alle mit in deinem Musikstudium Mein Musikstudium geht meistens um alte Musik. So, ja, und ja. Blockflöte. Ja, und Solistenklasse habe ich, damit habe ich auch das Studium beendet. Also dann ich dachte, du hast auch das Theatralische für die Auftritte. Das ist schon ganz das da. Das ist in deinem italienischen Florenzer Blut. Genau. Ich staune immer wieder, dass du, liebe Valentina, knapp 6 Jahre in Berlin bist. Hast du doch schon derart viele Zeichen und viele Spuren hinterlassen in dieser Stadt und dir einen starken Platz geschaffen, wie ich finde, in der multiethnischen Musikszene Berlins und weit darüber hinaus. Bevor wir also klären, was es mit deiner besonderen Liebe für die Nai auf sich hat, hören wir euch beide, dich und diese Flöte auch erstmal in einem, das dürfen wir jetzt schon sagen, eine Weltpremiere, wird das ja, sein? Ja, das ist Weltpremiere, genau. Möchtest du es selbst ansagen namens Kreta? Ja, das Stück habe ich Kreta genannt aus mehreren Gründen und es ist für Nai und Perkussion und ich wollte auch sagen, bei der Perkussion ist ein Gast, so ein lieber Freund von mir, Boris Lowikowski. Genau, und das Stück ist jetzt Premiere. Wow, Rahmentrommel, ne? Eine Rahmentrommel ist er und Nai. Ja, und Nai. Thank you.
Kreta von Valentina Belanova mit ihrem Perkussionisten zusammen namens Boris Slowikowski. Das war, wie wir gerade sagten, eine Weltpremiere. Ne? Das Stück wird auf deinem ersten eigenen Album zu hören sein. Ja, genau. Und da, wir dürfen da jetzt schon mal so eine Vorab-Appetizer bekommen. Hast du da schon irgendeinen Plan? Vielleicht sprechen wir später auch nochmal ausführlich, wann das kommen wird. Ich wollte eigentlich bis Ende des Jahres das schaffen. Ich muss noch fertig mixen eigentlich. Also es gibt einige Tracks, die noch nicht total fertig sind. Und dann wollte ich es auch schön machen mit schöner Grafik und so weiter. Also ich nehme mir Zeit, weil jetzt habe ich keine Eile, so bis 2020 das zu schaffen. Wäre lustig, weil dieses Album ist in 2020 entstanden, in der Zeit der Quarantäne. Deshalb, ja, es ist natürlich sehr symbolisch für mich. Das heißt, auch Eremos, das Album. Das ist auch der Name von einem anderen Stück. Das bedeutet eigentlich so einsamer Ort, aber auf eine positive Weise. Ne? Das ist, und Eremos ist welche Sprache? Genau, das Stück dazu werden wir später ist eigentlich hören. Alt, es ist Griechisch, altgriechisch. Das Wort gibt es auch auf Italienisch. Da sind diese versteckte und einsame Orte in der Natur, wo die Menschen sich so zurückziehen manchmal. So also Natur und Einsamkeit, aber eine positive Einsamkeit. Wo die Valentina Belanova gerne ist, wenn man in ihrem Social Media sich manchmal verliert, da darf man auch mal teilhaben, in welchen Orten Europas und anderswo sie sich auch für ihre wunderbare Musik inspiriert. Ne? Genau. Das heißt, du sprichst in der Ich-Form, du bist eine Selfmade-Frau, gnadenlos, das werden wir noch im Folgenden auch in deinen vielen Projekten mitbekommen. Wenn du Ich sagst, du masterst, du machst auch ganz viel einfach selbst. Ne? Heutzutage ja, kann man ja, gut, heutzutage gut ist aufnehmen. Natürlich einfacher. Also ich habe alles bei mir aufgenommen. Es ist ein Home-Studio-Album auf jeden Fall. Und ich habe gespielt, worauf ich Lust hatte, was ich dabei hatte. Und es gibt eigene Kompositionen, es gibt auch neue Interpretationen, Arrangements von alten Stücken. Also die Atmosphäre allgemein ist so eine Mischung zwischen so mystisch, mittelalterlich, orientalisch und irgendwie ist es ein sehr ruhiger Album, also zum Entspannen. Also insofern ist es ja, mehr als für die kommenden kühleren, düsteren Zeiten oder kann ja auch Anfang des Jahres sein. Ja, genau. Der europäische, deutsche Winter ist ja. Ich glaube, es ist für alle Jahreszeiten gut. Und dort musst du, wir haben ja jetzt schon einen Eindruck bekommen, nicht nur du, noch weitestgehend du alleine mit all deinem Riesenflötenkorpus. Ja, genau. Und aber hier und da nimmst du dann jemanden zu Gast. Genau, ich habe bis jetzt eigentlich nur zwei Gäste, also zwei Perkussionisten. Ich habe noch ein Stück mit einem anderen Kollege, Udo de Mant, der lebt in Holland. Und dann ein Stück von mir wollte ich auch noch Remix machen, also mit so von elektronischen Remix. Dann der Gast ist noch nicht ganz klar. Also ich habe mit mehreren Kollegen so abgesprochen und ich muss noch irgendwie. Mit einem Riesennetzwerk hast du, glaube ich, den Luxus, da schön wählen zu können, wer der Richtige ist. Genau, du sagtest es gerade schon so schön und schriebst es mir im Vorfeld für unsere Vorbereitung. Muss ja heutzutage viel virtuell gehen. Ich bin aus dem Mittelalter, Ausrufezeichen, sagtest du. Und tatsächlich, dein Herz schlägt vor allem für die zeitlich und geografisch fernen Musikwelten, scheinbar fernen, aber auch gut in die heutige Zeit holen zu holenden. Und für ein sage und schreibe 4.000, 5.000 Jahre altes Instrument ist die Nai. Ne? Ja. Kannst du zunächst mal die Nai erklären, wie für ein Kind? Also für jemanden, der jetzt sagt, nee, ich nehme an, unsere Tonart-Weltmusik-Hörer, Hörerinnen sind da schon kundiger, aber mal das Instrument so ganz simpel und nicht als die Musikwissenschaftlerin, die du auch bist, kurz und knapp erklären, was ist da los? Gerne. Also ja, auf Deutsch ist Langflöte, ja, das ist eine Flöte, aber im Grunde sieht genauso aus wie ein Stück Bambus. Es ist einfach ein Stück Bambus von unterschiedlichen Größen. Es gibt mehrere Nähe, so von einige sind super lang und dann bis zu richtig kleine, kurze Nähe. Und diese Bambus wurde natürlich entleert. Und da würden 6, 7 Löcher darauf geboren. Eins sozusagen in dem hinteren Teil und dann 3 vorne. Immer 7. Immer 7, obwohl es gibt auch persische Nähe, da hat sie, glaube ich, 5 Löcher. Und dann die Nähe hat sich
irgendwie auch in andere Instrumente entwickelt. In den Balkanen zum Beispiel, es ist da ein Kaval geworden. Kaval hat auch ein Loch mehr. Aber so die Ney, wie ich sie kenne und spiele, so die türkische und arabische Ney, hat immer 6 Löcher vorne und ein Loch hintern. Und es ist einfach eine leere, so ein leeres Stück Bambus. Man spielt es wie einfach, man muss einen Pfeifeansatz mit den Lippen erzeugen und dann hält man die Nähe ein bisschen schräg, erzeugt man so einen gewissen Winkel. Und genau, ein bisschen wie wenn man eine Flasche versucht zu spielen, aber mit einem anderen Winkel. So, und der Winkel muss sein? Weil? Ja, weil wenn man einfach rein bläst, da kommt nichts. So. Das ist ein großer Unterschied mit Blockflöte. Blockflöte hat den eigenen Winkel drinnen schon eingebaut. Und mit Ney ein bisschen gleiche Prinzip wie Querflöte, ne? Muss man den Winkel von draußen sozusagen mit den eigenen Lippen erzeugen. Stimmt, das ist im Grunde dann winkeltechnisch genau zwischen Blockflöte, so auf halbem Wege, zwischen Quer und Block. Ne? Genau. Und genau, sagt Kaval, stimmt, wird ja auch so gespielt. Genau. Und Duduk ist auch, gehört zu deinem üppigen Repertoire, spielst du auch? Duduk, ja, aber Duduk ist ein doppelrohriges Instrument. Ist ja wieder was anderes. Aber ist auch in deinem, habe ich gelesen, in dem großen Feld deiner Lieblingsinstrumente durchaus auch. Absolut. Valentina Belanova, man merkt, du bist auch Pädagogin, du kannst das schön didaktisch und klar, liebe Kinder, jetzt habt ihr gehört, was ein Nei und ein Nei ist so grob. Wir können uns alle ein wenig besser vorstellen. Um was ist es nun konkret, was dich, Valentina Belanova, offenbar ein für alle Mal der Nei oder der Nei-Flöte sozusagen verbunden hat? Auch den Makam, der ganzen auch arabischen Musikwelt, den Tonsystemen. Was hat dich verfallen lassen? Was ist das Besondere, Reizvolle für dich daran? Ja, ich glaube, so irgendetwas war in mir schon seit immer. Ich bin schon als Kind, ich war sehr von Klänge angezogen, die eher so holzig oder räuschig sind oder ein bisschen abgefahren. Also ich war nie wirklich von klassischen Klänge angezogen, obwohl ich natürlich klassische europäische Musik liebe. Aber als ich in der Schule mit Blockflöte angefangen habe, es war für mich auch sofort Liebe, weil ich mochte diesen holzigen Klang und die Musik, die man damit gemacht hat, also diese alte Musik. Deshalb, es gab immer eine Anziehung bei mir. Und was ich liebe, sind eben Instrumente, die ich finde, näher zu der Natur sind. So. Und Ney ist wahrscheinlich eine der nächsten Instrumente zur Natur. Es ist einfach so Bambus so ernten und leer machen und Löcher. So, vielleicht eine der ältesten Instrumente überhaupt. Das hat mich auch immer sehr fasziniert. Aber letztendlich, was mich so dann total zum Verlieben gebracht hat. Es war einfach der Klang. Also ich habe den Klang gehört auf eine CD und ich wusste nicht mal, was es für ein Instrument ist. Also ich habe es einfach gehört und ich war komplett weg auf einmal. Und dann später durfte ich erfahren, das ist eine Ney. Es kommt aus der Türkei und aus der arabischen Welt. Und dann hatte ich das große Glück, das Instrument überhaupt zu begegnen, weil das ist ja in Europa und vor allem in Italien nicht so selbstverständlich. Genau. Von welcher Zeit, wie alt warst du da etwa? Das war vor ungefähr 15 Jahren vielleicht die erste, ich glaube so 13, 14 Jahre, die erste Begegnung, also als ich den Klang wirklich gehört habe. Warst du schon eine junge Frau oder was? Du warst schon eine gestandene Blockflöte? Ich hab schon Blockflöte schon gespielt. Studiert, und ich war sehr interessiert an östlicher Musik schon. Obwohl ich wirklich nicht eine Ahnung hatte, was diese Musik ist. Ich war immer auf der Suche, auch so in Musikläden in Florenz, nach türkischer Musik. Und es gab nicht so viel. Also jetzt ist es viel einfacher. Ne? So auf YouTube angeben. Da findet man alles Mögliche. Damals, es war nicht so einfach. Und das klingt ja traumhaft. Blockflöte weißt du ja auch hier in Deutschland und überall. Ist ja immer so, ach Kind, was machen wir denn? Dann spielst du eben Blockflöte. Das klingt bei dir ja relativ ideal. Deine Eltern haben dich daran geführt? Oder meine Eltern haben mich eher so für Klavier, also ich habe mit 12 Klavier angefangen. Und Blockflöte war einfach in der Schule so, ne? Und erstmal,
das war eigentlich meine Entscheidung. Also mit 12 habe ich schon entschieden, das ist das Instrument oder beziehungsweise dass ich das Leben, das ich führen möchte. Ich möchte Musikerin sein. Das Instrument habe ich geliebt und dann, ich habe quasi nie mehr zurückgeguckt. Und meine Eltern waren erstmal ein bisschen so, okay, vielleicht könntest du auch noch einen vernünftigen Job. irgendwann natürlich, sie haben gesehen, dass ich damit glücklich bin und dann arbeite. Klar, jetzt sind sie stolz. Das klingt also nicht nach, das wäre meine nächste Frage noch gewesen, nicht der große musikalische Background in der Familie. Nein, ist da gar, nein. Kommst nein. Du aus einer ganz, also irgendwie ganz, toll, wie man doch seine Intuitionen und Instinkte hat, dass es ein zu irgendwas, dass man Sehnsüchte hat, wie du sagst. Ja, du, ja. Nach dieser Musik, wo irgendwas der befeuert hat, was du vielleicht gar nicht weißt. Ganz genau. Was sich seinen Weg gesucht hat, das ist sehr, sehr schön. Ich habe ein Bauchgefühl so verfolgt, wie immer. Also das mache ich auch immer mit Musik. Gott sei Dank. Inshallah. Ja, inshallah. Genau, du erwähntest es gerade, ich nehme an, das führt uns zu der jetzt kommenden Musik, die wir hören. Du hast gesagt, so dein Erweckungserlebnis war Omar Faruk. Ja, Omar Faruk Tekvilek, genau. Ein türkischer Ney-Spieler, ja. Der würde jetzt sagen Ney. Türkisch Ney, genau. Ist die Aussprache genau. Ney. Insofern switchen wir auch ein bisschen. Das war so dein Flash, hast du irgendwie, ist dir die Musik zu Ohren gekommen? Ja, das erste Mal, dass ich die Ney gehört habe, also seine CD heißt Whirling Dervish, das sind Sufi-Hymnen, was ich dann heutzutage auch sehr oft spiele ich auch so am Wochenende so, in einer so Sufi-Veranstaltung so, und das ist die CD. Hier das Stück von Omar Faruk Tekbilek. Heute hier in der Tonart Weltmusik auf Deutschlandfunk Kultur zu Gast Valentina Bellanova, Flötistin, vor allem Ney- oder Ney-Spielerin, Musikwissenschaftlerin und bis heute unermüdliche Forscherin auch dieser ganzen Musikwelt, auch Musiklehrerin, emsige Netzwerkerin, habe ich den Eindruck, Wahlberlinerin aus Florenz. Neulich schriebst du so schön, schriebst du neulich, glaube ich, ich sollte wohl an irgendeinem italienischen Konservatorium Blockflöte unterrichten und vielleicht auch mehr Blockflötenkonzerte geben. Vielleicht irgendwann mal so grob zusammengefasst, ne? Denn ich liebe die, genau. Du liebst die Blockflöte auch. Aber nun hatte ich dieses Glück, der Ney zu begegnen. Und mal sehen, aber die Konservatorien überall auf der Welt kommen ja irgendwann auch noch so weit, ihre Disziplinen zu öffnen und zu erkennen, dass die Musik natürlich ein großes globales ist. Ne? Ja, hoffentlich. Ja, alles passiert irgendwie, wenn es passieren muss. Ne? Genau, also du bewegst dich also als Italienerin in weniger in deinen heimischen auch, aber in deinen auch sehr reichen Traditionen. Manchmal kann man dich auch bei einer Tarantella-Session erleben. Ja. Sondern vielmehr eben in diesen arabischen, vor allem türkischen, sonstigen, aber dann auch wieder letztlich mediterranen Musikwelten. Ja. Da sind wir natürlich auch wieder nicht so weit von Italien weg. Ne? Das klingt nach einem Riesenspektrum an musikalischen Interessen, Neugierden. Wie kriegst du das eigentlich gebündelt oder anders gefragt? Wie stellst du es an, dass du dich in dieser Wahnsinnsfülle, wo auch alles schön ist, nicht verlierst? Du spielst ja außerdem, wir haben es schon mal erwähnt, ne? Ney, Blockflöten. Duduk spielst du auch? Mhm. Hulusi? Ja. Chinesische Mundorgel? Es ist eine Art Mundorgel. Oh, so ein bisschen wie Maultrommel. Name irgendwie. Es ist ein Kurbis mit drei Flöten. Zwei sind quasi Bourdons, also Pedalen. Und es ist eigentlich sehr einfach zu spielen, also einen Klang zu erzeugen. Aber es macht immer so einen super Effekt, so eine super Wirkung. Aber es ist gut gespielt, das ist schon komplex. Also es gibt Konzerte für Hulusi und Orchester, so in China. Wow, und damit hast du auch wieder ein Naturinstrument. Klingt ja wie gerade aus den Kurbis, Erdteilen geboren. Ne? Genau. Genau, also deine Präsenz in Medien wie Facebook, da erklärst du auch, Musik aus der ganzen Welt ist meine Leidenschaft und die möchtest du mit der Welt teilen. Ich glaube, deshalb bist du vor allen Dingen bei Facebook, das sonst würdest du lieber nur spielen. Ne? Von daher, Musiker, Schüler, Lehrer, Musikliebhaber, lasst uns zusammenkommen. Wie sortiert sich eine Flötistin, Signorina Bellanova in all diesen tollen Kram? Ja, gute Frage. Also erstmal, die Sachen passieren nicht plötzlich sozusagen. Ich habe mich langsam so schlicht nach schlicht aufgebaut. Wenn ich jetzt ein bisschen zurückblicke oder einfach so meine derzeitige so Aktivität oder Tätigkeit schaue, ja, da gibt es von Griechenland, Italien und Türkei, Ägypten, Syrien, Algerien, Spanien, dann die ganze Klassik.
klassische mittelalterliche Barock-Renaissance-Musik. Das sind alle so Stilrichtungen, die ich spiele. Und ich muss sagen, ich versuche auch diese verschiedenen Stilrichtungen wirklich getrennt zu halten. Also das ist mir sehr wichtig. Also bevor man überhaupt an Fusion oder so Mischungen denkt, sollte man richtig ganz klar haben, was man tut oder in die Tiefe gehen. Und das versuche ich zu tun, also zumindest. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und es passiert manchmal, dass ich innerhalb einer Woche von Arabisch zu mittelalterlich, so letzte Woche arabische Musik, dann plötzlich ein Konzert, nur Musik aus der 13. Jahrhundert, mit Flöten, nur ein Dudelsack und dann nächsten Tag wieder Griechisch. irgendwie, ich versuche einfach in den Moment komplett fokussiert zu sein. Einfach den, was die Sufi auch sagen, alle Mystiker in der Welt, ne? Also lebe einfach den Moment und dann nächsten Tag ist was anderes und dann ist man total hundertprozentig da. Also auf diese Weise, ich kriege nie das Gefühl, dass ich durcheinander gehe. Also, ne? Und du gehörst auch zu denen, wenn ich so ein bisschen beobachte, immer dein Tun, das ist ja nun dank den Medien, den sogenannten sozialen Gut möglich, staune ich, dass du doch auch in diesen widrigen Zeiten jetzt, sehe ich dich doch sehr aktiv und sehr machen und tun. Also du gehörst glücklicherweise zu den auch oftmals sehr gefragten Musikerinnen, die jetzt auf dieser Durststrecke namens Corona-Zeit doch ganz gut ihr Dasein gefristet haben. Ja, inshallah. Ich habe Glück gehabt bis jetzt, dass ich mehreren Projekten mitmachen dürfte oder auch eigene Projekte, weil ja, das war vielleicht Corona doch nicht ganz, also es gab vielleicht ein kleines Prozent von positiver so Seite, da ich mein eigenes auch Konzept und Performance auch entwickelt habe und damit habe ich auch so mehreren Malen performt in dieser Corona-Zeit und dann kamen Projekte und Mitarbeiten mit anderen Gruppen. Ja, also aber natürlich, ich rede und ich konzentriere mich nicht auf die Sachen, die gecancelt worden sind oder die ich ansonsten gemacht hätte oder die Reisen. Und also dieses Jahr besonders hätte ich viel gereist, aber... Was wäre eigentlich, das ist mal schade, über die wäre-wäre-Sachen zu sprechen. Was war eine Sache besonders, die dir vielleicht sehr viel Illusionen gemacht hat? Ich hatte eine Reise, also ein kleines Tour mit richtig, tollen Musiker aus Europa, also arabischen, türkischen Musiker, die leben meistens in England und Holland. Wir hätten nach Usbekistan fliegen müssen im September, also zu einem riesen Makam-Festival. Das war für dich jetzt auch so ein Highlight. Das wäre Highlights gewesen. Neu. Ja, aber gut, vielleicht irgendwann wieder. Andere Sachen haben sich doch ergeben, also, beziehungsweise ich sollte nach Brüssel fliegen für ein Projekt mit einer tunesischen, belgischen DJ, eine Frau. Und wir bauen so ein Arab-Techno-Programm zusammen, das wir hoffentlich nächsten Sommer auch vorführen werden, also auftreten werden. Das klingt spannend. Und genau, da müssen wir jetzt, das ist alles Zukunftsmusik, Gegenwarts- und absolute Luxusmusik haben wir, indem wir dich ja hier im Studio haben. Und drei deiner Nähflöten liegen vor dir auf dem Tisch. Die wirst du jetzt nicht alle, dir ist zuzutrauen, dass du die alle gleichzeitig spielst, alle drei. Nein, ganz aber viele. Wir haben jetzt Valentina Bailanova da und sie kann uns ein Stück spielen. Gerne. Also jetzt, ich fische einfach eine von meinen Nähe, habe ich jetzt eine türkische Kürznähe, das ist ein bisschen länger als die anderen und damit werde ich einfach, glaube ich, eine so ganz kurze Melodie, so alte Sufi-Melodie so vorspielen. Valentina Bailanova live und solo hier in der Weltmusik Tonart auf Deutschlandfunk Kultur. Thank you.
Das war Valentina Bellanova live. Ich habe vorhin so beim, wenn du so erzählst, immer darüber nachgedacht, dass ich dich immer in diesen sehr spannenden, natürlich jetzt hier vor allen Dingen Berliner Kontexten erlebe. Da bist du als Frau auch oft auf weiter Flur allein. Ne? Also die arabische, mal im weitesten Sinne gesprochene arabische, orientalische Szenerie ist schon auch sehr männerdominiert. Ja, ne? Ja, absolut. Also und nicht nur, ne? Also Jazzszene eigentlich alle auch. Genau. Ne? Ja. Und du nochmal als wirklich Quereinsteigerin, ja, vom Feinsten, als superkompetente, ja, ne? Nicht minder Kompetenz als irgendein Native, würde ich mal so aus meiner Empfindung heraus sagen. Hast du da auch manchmal Schwierigkeiten? Ist das so ein doppeltes, auch ein schwierig? Ja, schwierig. Ja, also nee, eigentlich, klar, am Anfang vor allem, wenn man auch neu in eine Szene und auch nicht so wirklich selbstsicher ist, was ich um Gottes Willen auch zurzeit nicht bin, aber ich habe immerhin die Erfahrung, so ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie ich mich auch in bestimmten Situationen so so mit Leuten so zu, umgehen kann und mit mir selbst, ne, so. Und ich habe normalerweise gute Erfahrungen gesammelt, wirklich nur selten habe ich schlechte Erfahrungen, und vor allem am Anfang, weil ich glaube, jetzt würde ich es auch nicht zulassen. Und über die, ja, schlechte Erfahrungen lohnt sich auch nicht zu sprechen. Die meisten Fälle sind richtig positiv. Ich habe super Kollegen und super wirklich Verhältnisse mit meinen Kollegen. Und ja, das ist eigentlich ganz, ganz schön und lustig meistens. Ja, natürlich, wenn ich plötzlich in Situationen bin, wo eher mehr so weibliche so Präsenz ist, dann merke ich schon einen gewissen Unterschied. Also es ist schon interessant auch zu merken. An der Stelle könnte man natürlich auch gleich über eins deiner vielen Projekte einhaken, mit dem Frauenprojekt. Nur noch die kurze Zwischenfrage zum Thema Spielerinnen, ist es auch nicht so das Üblichste. Es ist eine Männergeschichte. Meistens sind Männer. Ja. Deshalb, vor allem in der arabischen Welt, sind so arabische Spieler immer, eine Frau spielt? Nee, wow, nie gesehen. Also sehr, sehr selten. Ich glaube, es gibt trotzdem einige, die spielen. In Türkei sind ein bisschen mehr, aber so unter den Berühmten gibt es nur eine wirklich, die berühmt ist. Die hatte ich die große Ehre zu ersetzen in der Istanbul-Sinfonie in Deutschland. Die Burcu Karadağ, jetzt hat sie einen anderen Nachnamen, weil sie geheiratet hat, auf jeden Fall. Aber guck mal, du bist angekommen. Valentina Bellanova hat sich da durchgesetzt im besten Sinne. Ne? Genau, und das ist eigentlich jetzt spannend, dass du das gerade antippst, könnten wir ja auch, wenn du magst, über dieses, das habe ich jetzt erst kürzlich mitbekommen, dieses Frauenprojekt, wo ihr, glaube ich, auch dieser Tage oder sehr viel auch am Proben und euch am Zusammentreffen seid. Ja, genau. Magst du darüber erzählen, wie heißt dieses Ensemble? Sehr gerne. Das Ensemble heißt Samar Ensemble, ist ganz neu und sehr jung. Es ist aus der Idee von unserer Perkussionisten Berivan geboren, denn ich persönlich denke nicht so viel nach Kategorien, also nach Genres, also nach Geschlechtskategorien. Das ist nicht so meine erste jetzt Sache. Aber wenn jemand mich fragt, ja, hast du Lust, in einem Frauenensemble zu spielen? Natürlich sage ich, ja, gerne, gerne. Es ist aber nicht das einzige Ensemble. Es gibt ein großes Frauenorchester in Italien für arabische Musik oder mediterrane Musik, wo ich und noch ein paar Kolleginnen die einzige Italienerinnen sind. Ansonsten so ungefähr 15 Frauen aus ganz Mittelmeer. Almara heißt die Gruppe. Aber zurück zu Samar, das ist ein neues Ensemble. Wir haben gerade unsere Premiere gehabt in Panda Theater bei dem Pandanissa Festival. In Berlin? In Berlin, genau, genau. Wir sind so 5. Also ich bin sozusagen die ein bisschen erfahrener zwischen, um nicht die Ältere zu sagen. Wo sind die Damen her? Die Damen sind alle aus Syrien. Genau, sind alle so sehr junge und sehr leidenschaftliche und engagierte junge Frauen, die orientalische Instrumente spielen. Also Oud, Kanun, Perkussion und orientalische Cello. Aber schau mal, es gibt auch eine Antwort auf meine vorige Frage. Es gibt immer mehr auch in einer jüngeren Generation Instrumentalistinnen, auch in diesen Bereichen, was immer sehr froh stimmt. Ja, ne? Natürlich. Muss man ein bisschen suchen, eben als ich das Festival so kuriert habe, also diese Pandanissa-Festival kuratiert. Genau. Das hast du eben so im Halbsatz erwähnt, das müssen wir nochmal kurz rausstellen. Das geht bis wann noch? Bis, ich glaube, letztes Konzert ist 6. November oder 7. November. Das ist, wer uns jetzt hier hört und in Berlin ist oder nach Berlin kommt. Genau.
Genau, das macht diese Dame, wo ich vorher eigentlich auch, bevor das Rotlicht im Radio anging, fragte, gib mir doch mal bitte einen Kurs, La Valentina, wie du offenbar doch mit einem 48-Stunden-Tag all diese Dinge machst. Hat sie noch ein Festival kuratiert? Pandissima. Pandanissa. Panda. Das ist ein Spiel, ein Wortspiel zwischen Panda, also Panda-Theater, und Nissa, das bedeutet Frau oder so Mädchen oder Frau auf Arabisch. Genau. Und dann treten nur Frauen aus welchen Regionen, Traditionen auf? Also jetzt, also das Festival, also geplant war ein größeres Festival, aber wegen Corona mussten wir ein bisschen so begrenzen. Zwar keine Gäste aus dem Ausland leider. Deshalb sind nur Gäste und so Musikerinnen aus Berlin. Und es ist sehr unterschiedlich. Es gibt so viele, also mehrere syrischen Spielerinnen, aber auch aus Jordanien. Zeina Zazuka hat auch schon mal gespielt aus Jordanien. Oder Eden Kami, ich habe jetzt vergessen, wie ihre Ethnie heißt. Das ist sehr interessant. Also aber ist doch toll. Es gibt alleine Berlin. Ich sage auch mal, man muss gar nicht groß raus. Genau, arabisch Gesang. Das ist schon ein großer Reichtum. Und wenn du jetzt sagst, du konntest den Luxus dir erlauben, dann wirklich nur Musikerinnen zu featuren. Ja, eben. Das ist ja dann super. Noch Meral Cihan, sie kommt aus der Türkei, aber sie singt auf Arabisch. Also, weil Schwerpunkt war natürlich so arabische Frau und arabische Musik. Also bis 6. November machen wir auch mal Werbung für dich als Kuratorin. Aber jetzt sind wir von deinen Projekten abgedriftet. Genau, du bist also derart umtriebig und machst so viele Projektkooperationen, Auftritte, neue Projekte von dem pädagogischen, mal ganz abgesehen, dass du auch unterrichtest. Ne? Ja. Das Ensemble haben wir eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Was sind so die Dinge, die dir so aktuell so besonders am Herzen liegen aus den vielen Sachen? Ja, habe ich vorher schon erwähnt. Also gerade bei mir bremst sehr doch auch mein Solo-Projekt, weil es irgendwie geboren ist in der richtigen Zeit, glaube ich. Also ich habe sehr viel sozusagen gespielt oder verschiedene Stilrichtungen. Und dann, als ich angefangen habe, es aufzunehmen, was rausgekommen ist, wirklich ein Resümee von meinem Background. Und das hat mich selber sehr überrascht, dass es irgendwie, obwohl ich so unterschiedliche Backgrounds habe, dass es alles zusammen irgendwie in einem Rahmen auch passen konnte. Und das brennt sehr, sehr bei mir, das Album, aber auch mein Solo-Performance. Also ich versuche so oft wie möglich, mein Solo-Performance zu machen. Da benutze ich natürlich auch ein bisschen Effekte, Loops und Pedalen und mehrere Instrumente, auch Perkussion und so weiter. Und dann habe ich natürlich bestimmte Bands, die sehr mir am Herz liegen. Zum Beispiel, eben habe ich schon erwähnt, diese Zwei-Frauen-Ensemble, aber auch das Husam Al-Ali-Ensemble ist ein Ensemble für arabische klassische Musik, meistens ägyptische Musik, mit noch 7 Kollegen, lieben Kollegen. Und da ist es immer ein Genuss, einfach mitzuspielen. Es ist jedes Mal so wie eine Reise und ich lerne immer sehr viel von meinen Kollegen. Das wollte ich auch nochmal erwähnen. Also ich lerne sehr viel von meinen so arabischen türkischen Kollegen, also mit denen spielen zu dürfen, ist wirklich immer so wie an die Quelle zu trinken. Ne? Dann habe ich noch ein sehr tolles Ensemble, heißt Siriab Ensemble, und das ist ein bisschen verstreut in Deutschland, also Hauptstadt ist in Thüringen, also die Hauptgruppe, und wir sind auch so ungefähr so 6 Leute aus verschiedenen Städten, meistens, also ich glaube, wir sind so 4 aus Syrien und 2 aus Deutschland und ich aus Italien. Und noch in Berlin habe ich ein Ensemble, heißt Farmagier. Da machen wir nur traditionelle griechische Musik. Das ist nicht mal ganz beschieden. Ja. Also ich kann nur anregen, Valentina ist relativ auch gut aktiv. Im Facebook kann man immer ihre Aktivitäten verfolgen, aber auch sehr schön auf deiner Webseite hat man wunderbar alles aufgelistet. Die Liste ist da, genau. Valentina, genau. Bella Nova mit 2 L, Nova mit V, die Schöne und die Neue. Ja, ein bisschen Druck macht diese Nachname. Ist nie ein Anspruch. Ja, Schöne Neue, aber ich übersetze es lieber wie so Schöne Nachrichten oder so Schöne Neue. Valentina, gute Nachricht. Immer für Schöne Neue Nachrichten. Wie sagt man? Für neue Nachrichten gut. Genau. Absolut dabei, ja, immer und bereit. Schön, wie du es eben gesagt hast, dass dieses Instrument, dieser Sound ist schon so, trägt einen so fort und macht so viel mit einem. Da braucht es gar nicht viel mehr. Du kannst so schön mit der Flöte allein
schon so eine kleine Klangwelt aufmachen. Ne? Und wir werden das jetzt auch nochmal hören. Ja. Wir werden aber auch, wenn wir die Zeit haben, noch einen zweiten, du hast uns netterweise noch einen zweiten Appetitzappen schon gelassen von deinem, das ist dann auch der Titeltrack. Genau. Eremus, das hören wir noch. Und da hören wir dich dann auch als Elektronik-experimentierfreudige Musikerin. Ja, genau, ein bisschen, ein kleines bisschen. Ein bisschen mit Loop und was du eben schon erwähnt hattest, ne? Ja. Also Solo. Nee, und alle Flöten? Genau. Eremus ist eigentlich eher so mit Bassflöte, ist noch eine Flöte, die ich sehr liebe. Stimme und Perkussion, ja, und Stimmung. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, halten Sie Ausschau nach dieser wunderbaren Musikerin nach ihren Aktivitäten. Man hat viel Glück eigentlich, wenn sich alles mal wieder irgendwann normalisiert hat. Die Dame überall, auch in Deutschland, an allen möglichen Orten kann man sie live erleben. Jetzt hören wir sie nochmal solo. Du hast noch eine kleine Live-Sache für uns. Da ich vorher eine türkische Nähe genommen habe, da würde ich jetzt eine arabische und versuchen, ein bisschen mehr arabisch zu klingen. Ob es mir so gelingt, schauen wir mal. Ich glaube schon. Ich danke Valentina Bellanova. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen Besuch bei uns im Studio. Es hat sehr Spaß gemacht. Alles, alles Gute für dich. Vielen, vielen Dank. Mit und noch besser ohne Corona. Ja, am besten ohne, ja. Und wir schauen, looking forward, wir freuen uns auf dein erstes eigenes Album. Da hat man dich dann zum schönen Zuhause hören und genießen. Alles, vielen, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Thank you.